Unterschied zu Marcells Tomatenexperiment, was ich euch heute eigentlich zeigen möchte, kommt man an den Gurkenpflanzen vorbei. Die hatten wir euch ja schon mal in zwei separaten Videos gezeigt. Marcel, was kannst du dieses Jahr bis jetzt über die Gurken sagen? Bist du zufrieden und vor allen Dingen, was musstet ihr jetzt alles an Pflegemaßnahmen noch machen? Ja, also die üblichen Pflegemaßnahmen, aufbinden, ausgeizen, so, das ist klar, das ist jedes Jahr gleich. Dieses Jahr hatten wir schon Spinnmilben drin, haben wir sehr früh gemerkt, Heinrich sei Dank, der hat es gesehen. Und dann habe ich gleich ordentlich Raubmilben bestellt dagegen, hat auch super funktioniert. Jetzt haben wir hier seit ein paar Tagen Blattläuse drin, aber da sind von alleine schon zwei verschiedene Sorten an Schlupfwespen dran. Und da braucht man dann eigentlich gar nichts weiter machen. Das klappt. Und ihr habt die auch, die sind ja hier auch mit Tomatenhaken festgebunden. Ja, sieht schön, liegen genauso auf dem Boden auf wie die Tomaten auch. Also teilweise schon von der letzten Reihe hoch bis in die erste Reihe. Ja, also die sind schon gut gewachsen. Gurken sind immer ein bisschen schneller als die Tomaten. Und was man auch sieht jetzt hier an der Farbe der Blätter, wird langsam ein bisschen blass, ein bisschen fleckig. Also wir müssen ein bisschen nachdüngen jetzt. Was man natürlich auch sieht hier in den Gewächshäusern, da steht ja nicht immer nur Tomaten oder Gurken oder sonst was drin, ist Marcells wirklich super toller Wein. Einen Film dazu hatten wir letztes Jahr auch schon mal gemacht, machen wir bestimmt dieses Jahr zur Ernte auch nochmal was. Ich habe das jetzt von der Blüte über die einzelnen Fruchtstadien immer mal gefilmt, die Sachen, für unseren Film, der dann kommen wird. Aber ich glaube, da bist du schon selber stolz drauf, auf diese Mengen an Wein, die du hier hast. Ja, das sind ja alles Tafeltrauben, also nicht zum Wein machen, sondern zum Essen und ja, sind gut behangen, sind mit dem Schnitt halbwegs hinterhergekommen, das ist ja auch immer ein bisschen ein Problem. Sieht ganz gut aus, ja. So, und hier sind wir schließlich an besagtem Experiment, und zwar die Reihen hinter uns. Ja, Marcel, da fragt man sich natürlich, du hast das ganze Jahr über Tomaten, ja, so eben nicht das ganze Jahr. Was machst du, wenn du im Winter mal Hunger auf eine Tomate hast? Meistens keine essen, aber hin und wieder schon, dass man mal eine kauft. Ja. Ab und zu muss das sein, ja, oder? Ab und zu muss das sein. Und ja, da hatte ich welche, die haben halbwegs geschmeckt, für den Winter sogar. Und, in welchem Monat war das? Januar? Ach, das war Januar, Februar. Und dann haben wir einfach mal die Samen genommen, mal ausgesät, mal gucken, was bei rauskommt. Ne? Was waren das für, also große, kleine? Das waren Cocktailtomaten alles, und zwar einmal weiße Kugeln, also weiße Runde, gelbe Runde, orange Runde und rote Runde. Und du hast jetzt von jeder Sorte ein oder zwei genommen, den Samen genommen. Richtig. Und was dabei rausgekommen ist, sehen wir uns gleich mal genau an. Man würde ja erwarten, da kommen drei Sorten raus. Nein, würde man eigentlich nicht erwarten, weil ist eigentlich klar, dass im Supermarkt das, was man da kriegt, das ist aus irgendwelchen Hybriden entstanden. Das ist irgendeine F1 wahrscheinlich gewesen. Sorte stand nicht dran, keine Ahnung. Und ja, man sieht dann anschließend vielfältige Formen und Farben. Gut, kann nicht mal so unbedingt schlecht sein für den Privatmenschen, also auch ruhig mal aus dem Supermarkt so eine Tomate ausprobieren. Klar, das ist kein samenfestes Saatgut, aber man hat kostenloses Saatgut. Hat ja auch was für sich. Das ist richtig. Und Überraschungen. Ja, genau, Überraschungen. Schon interessant, was dabei alles rumgekommen ist. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und vor allen Dingen, wie weit die sich aufgespaltet haben. Da sind ja jetzt teilweise mehr als zwei neue Sorten rausgekommen oder die alten Sorten. Genau, es ist also nicht nur die Farbe, die sich wieder aufspaltet, sondern es sind noch andere Eigenschaften, also die Form auch und gut, Geschmack können wir noch nicht zu sagen, es werden jetzt gerade die ersten reif. Die Blattformen? Die Blattformen teilweise sehr unterschiedlich, richtig. Und ja, scheinbar auch die Krankheitsanfälligkeit, weil wir haben jetzt hier, wo wir vorstehen, da haben wir schon drei Ausfälle. Das eigentlich, es kommt mal vor, aber das drei Ausfälle von 12 Pflanzen ist schon heftig. Ne? Krankheiten, was war das? Ein Pilz? Das war ein Pilz, ja. Ein Braunfäule ist auch ein Pilz. Das war aber ein anderer Pilz, das schätze ich. Das war irgendwas, was im Stängel drin sitzt, ja. Das hieße also, die ursprüngliche Tomate, die in ihren Gewächshäusern in Spanien oder wo auch immer die her waren, hatten, waren wahrscheinlich resistent. Und die dann nicht mehr, weil sich die Resistenz dann in der F2 rausgekreuzt hat wieder. Das kann sein, ja, richtig. Also diese Reihe, die hier vor uns ist, die hattest du als weiße, runde Cocktailtomate gekauft. Richtig. Ja, so. Das ist weiß, ist so ein Elfenbeinweiß eben, so ein bisschen cremig. Die kommt dem am nächsten, ne? Die Früchte sind rund. Zumindest von der Form her. Unten wird aber auch schon was gelb. Also so richtig weiß wird die auch nicht. Dann haben wir hier. Das ist ziemlich länglich. Das ist schon richtig so eine Dattel. So eine, ja, Dattel. Ja, das ist schon fast eine Mini-Zanmazzano. Dann da vorne hatten wir sowas Dattelförmiges. Und gelb?
und gelb, genau. Also ja, alles ganz weit weg vom Original. Das ist die einzige, die rund ist. Alle anderen sind irgendwie eiförmig, länglich. Den Geschmackstest hatten wir auch gerade schon. Den haben wir gerade gemacht. Der war sehr überraschend positiv. Ja. Also sind noch nicht ganz reif und trotzdem schon unheimlich süß. Also das wird was. Ja. Wirst du denn auch aus den Früchten nochmal Samen nehmen und gucken, was im nächsten Jahr wieder rauskommt? Wäre ja auch lustig. Das wäre lustig, ja. Müssen jedenfalls mal denen, die sehr gut schmecken. Da können wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch, dass wir mal versuchen, dann wirklich zumindest von der Pflanze reines Saatgut zu nehmen. Ja. Die folgende Doppelreihe hier, und da gehört noch eine weitere Sorte zu, die zeigen wir dann gleich auch nochmal. Das war gekauft eine orangene runde Cocktail. Genau, richtig, ja. Da sind noch welche hier, die kommen der Sache schon eigentlich sehr nah, so sahen die ungefähr aus im Original. Und auch die sehr süß, angenehmes ja, Säureverhältnis, Schale nicht hart, also ja, gar nicht mal so übel. Und was haben die sich jetzt aufgespalten? Ja, also hier sind erstaunlich einige runde Orange dabei, aber hinten sehe ich eine rote. Dann haben wir hier auch etwas längliche, so ein bisschen eiförmige dazwischen, nicht so ganz extrem wie Samazzano, aber doch ja, so ein bisschen eiförmig sind welche dabei. Und wir haben da hinten die letzte Reihe, die haben wir von vornherein separat gepflanzt, haben wir an den Blättern schon erkannt, dass da also irgendwie was anders ist. Also da waren einige Pflanzen, die hatten ganz andere Blattformen. Also was man da schon sehen kann, ist rund wird die Frucht und klein. Farbe, da kann man noch nicht viel zu sagen. Da sieht man noch nichts, nein, ist noch zu früh. Wie nennt man diese Blattform? Also die habe ich so auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Also die war sehr hell als Jungpflanze, so ein bisschen filigran im Blatt, sehr stark gezahnt. Ja, als hätte sie Eisenmangel, so sah sie bald aus, aber das war halt normal. Das ist eben, liegt an der Pflanze. Hinter uns die Pflanzen, ja, schon ein bisschen größer als die anderen. Das ist schon mal der erste Unterschied. Das waren rote Runde. Rote Runde, ja. Und so wie es aussieht, werden sie auch alle rot. Aber die Formen sind ein bisschen unterschiedlich, aber nicht so extrem aufgespalten wie bei den anderen. Also du hast Runde. Und ein bisschen eiförmiger jetzt hier. Hm? Ja, Marcel, was kann man denn jetzt aus diesem Versuch lernen? Ja, also dass F1 sich in der Regel aufspaltet. Es gibt allerdings auch F1-Sorten, die sind schon so lange gezogen, die fallen fast Sorten echt aus. Aber ja, und dass dieses Aufspalten nicht nur für ein einzelnes Gen gilt, sondern für im Prinzip für alle Gene. Das heißt also, die Farbe kann sich aufspalten und die Form kann sich aufspalten, eventuell auch die Größe. Und die können sich aber dann auch wieder, je nachdem auf welchem Chromosom die sitzen, wieder bunt mischen. Also, und die Sachen, die man wahrscheinlich nicht sieht, wie die Resistenzen. Resistenzen sieht man nicht, Geschmack sieht man dann erst dann oder kann man dann erst probieren, wenn sie soweit sind. Sind wir ein bisschen zu früh dran. Ja. Du hattest mir eben gesagt, du hast in dem anderen Gewächshaus auch noch was, was in die Richtung geht. Ja, das war allerdings von gekauftem Saatgut, wo halt auch, warum weiß nicht, Verunreinigungen drin sind, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel bei Yellow Submarine, da haben wir dann rote dabei, die dann nicht. Können wir rübergehen? Gucken wir uns mal an. Harzfeuer haben wir eine, ja, da hat man am Blatt schon gesehen, dass es was anderes ist. Wie die Früchte nachher sind, kann man noch nicht erkennen. Dass Verkreuzungen auch bei gekauftem Saatgut vorkommen können, sieht man hier. Das rote hier, das soll eigentlich eine Yellow Submarine sein. Genau. Also man sieht hier, das sind kleine, rote, runde Cocktailtomaten. Und Marcel, wie sehen die normalerweise aus? Normalerweise ist es hier dieses birnenförmig gelbe. Ist schon ein kleiner Unterschied. Und wir haben hier noch eine zweite Pflanze. Auch falsch. Ja, ist so rund eiförmig. Farbe kann man noch nicht erkennen. Es kann gelb werden, es kann aber auch noch rot werden. Wir sind jetzt hier im neuen alten Gewächshaus von Marcel. Das ist jetzt ganz neu restauriert, renoviert, saniert. Sieht man auch vielleicht ein bisschen den Unterschied an dem Glas. Das ist dieses Nörpelglas, was für eine bessere Streuung sorgt. Und hier haben wir auch nochmal einen ganz, ganz krassen Unterschied bei einer Sorte, und zwar bei der Sorte Chocolate Stripe. Und ja, ihr könnt sehen, hier einmal so ein Fleischtomatentyp. Ja, und daneben im Prinzip eine Eiertomate oder eine, ja.
So relativ kleine. Kleine. Und die Blätter sehen auch ganz anders aus. Und dazu muss man natürlich sagen, auch das ist gekauftes Saatgut. Das ist gekauftes Saatgut, ja. Also grundsätzlich von der, nicht Färbung, sondern wie nennt man das? Die Struktur der Schale, dieses Geflammte. Die Gestreifte, ja. Genau, das da ist, sind sie schon ähnlich. Ja, aber die Form von Fleischtomate über fast normale Tomate bis zu diesen extremen Eiern, also ist schon krass. Blattformen auch, ne? Wir haben normalblättrige dazwischen und andere haben Kartoffelblätter. Ja, ich hoffe, wir konnten euch heute drei Dinge mindestens zeigen in diesem kleinen Film. Zum einen, auch die Nachkommen von F1-Hybriden können fruchtbar sein, wie man bei den ersten sehen konnte, haben sich sehr interessant aufgespalten. Vom Geschmack her kein Problem. Und das war es ist, sehr positiv überraschend. Ja. Und es ist ja auch nichts, das ist ja auch so ein Irrglaube, F1-Hybriden sind erstmal gar nichts Schlimmes. Vor allen Dingen nicht die Früchte, die da rauskommen. Es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Gerade im Privatgarten sollte man vielleicht auf samenfestes Saatgut zurückgreifen. Aber meiner Meinung nach spricht auch nichts dagegen, einfach mal zu gucken, was aus so einer Supermarkttomate da rauskommt. Vielleicht entdeckt man irgendwelche interessanten Dinge. Das andere ist, auch gekauftes Saatgut kann sich aufspalten, beziehungsweise muss nicht wirklich sortenrein sein. Muss nicht sortenrein sein, da kann entweder Verkreuzungen stattgefunden haben oder die haben einfach nicht aufgepasst beim Abfüllen, dass da noch falsche Körner mit dabei waren. Das, was wir in einem kommenden Film aber nochmal zeigen werden, ist, was ist, wenn ihr zu Hause 20, 30 Sorten Tomaten habt und ihr wollt jetzt ganz sortenrein eine Sorte, die euch ganz besonders gut schmeckt, fürs nächste Jahr nachziehen, davon das Saatgut gewinnen, was man dagegen Fremdverstäubung macht. Aber das ist, wie gesagt, nochmal Stoff für eine neue Folge. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Tomatenexperimente-Film gefallen. Falls ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt diesen Kanal weiter und ansonsten weiterhin einen schönen Sommer, eine gute Erntesaison und bis zum nächsten Mal. Ciao!